Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Battlefront 2 mit der Singleplayer-Kampagne. Wir sind hier in Bespin und müssen herumfliegen. Viel Spaß. Wenn sie ihn ergreifen und die Station abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Ja, was ist das denn hier? Der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Mit etwas Glück? Es ist immer mehr als Glück. Okay. Wow, sehen Sie sich diese Wälder an. Selbst, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Wenn Sie das Tibana-Gas für das Imperium erzeugen, sind die Beldons kritisch für die Mission. Wie Sie meinen. Also sie lassen sich echt, also, sie, wow. Ihren Vater finden und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich weiß, es waren harte 6 Monate, aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spür's einfach. Daran zweifle ich nicht. Mir ging's eher darum, was danach passiert, wenn der Krieg vorbei ist. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eine imperiale Ausbildung ist im zivilen Bereich nicht viel wert. Was ist mit Ihnen? Ich möchte reisen. Die Galaxis sehen. Lothar, mein Capo. Da waren Sie doch schon. Ja, als Soldat. Ich will das alles in Freiheit sehen. Schön, dass Sie auch solche Gespräche einführen. Aber ich finde es auch super, wie die hier einfach immer wieder neue, geile Sachen haben. Alter, hier sind die krassen Gasaberntestationen auch noch. Da ist der Landeplatz. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Alter, was die sich für Szenarien hier raushauen, Mann. Das ist ja awesome. Also von der Atmosphäre und von der Grafikpracht und so weiter. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Gefällt mir total. So, landen müssen wir hier. So eine kleine Einführung gefällt mir auch. Diese Gespräche zwischen den Leuten gefällt mir auch, dass sie jetzt sagen, ah, ich würde das ganz gerne mal sehen, wie das dann alles im Frieden ist und so weiter. Ist super. Also gefällt mir alles super bis jetzt. Ich habe ja schon mitbekommen, dass die Kampagne relativ viel Kritik eingesteckt hat auf so Testen und sowas, internationale Tests und was weiß ich, nationale Tests auch. Oder regionale, wie auch immer man das dann nennt. Aber so wirklich verstehen kann ich das bis jetzt noch nicht so ganz. Mir macht es auf jeden Fall viel Spaß und ich finde es super. Einzige Negative ist halt wirklich das, aber das, ich finde, das ist kein... Des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbolift. Okay. Das Einzige, was mir jetzt nicht so ganz gefällt, ist... Ey, die labern immer zu viel, Mensch. So, nee, das Einzige, was mir jetzt nicht so krass super gefällt, ist eigentlich dieses Standard-Story-mäßige von wegen, ah, die Bösen werden zu Guten und dann war es das ja halt, ne? Aber das habe ich schon vorher gesagt, dass ich das befürchte. Sind sie halt nicht den Schritt gegangen und haben gesagt, die Bösen bleiben die Bösen, sondern die Bösen sind dann halt jetzt gut geworden oder man ist selbst gut geworden und gehört nicht zu dem Imperium und so, aber jetzt mal wirklich, deswegen kann man doch jetzt nicht die Kampagne komplett schwach bewerten und so. Ich finde es auf jeden Fall cool. Macht mir Spaß. Es gibt natürlich Singleplayer-Kampagnen oder so Shooter-Kampagnen, die, da kann man vielleicht ein bisschen mehr erwarten, die sind vielleicht ein bisschen besser, die haben jetzt hier vielleicht ein paar mehr Truppen oder sowas, dass man dann noch verschiedenere Truppen hat oder so. Wie stelle ich das jetzt an? Entweder... Hier, kommen. Was ist das? Automatikgeschütz. Der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Hier, komm, wir stellen das jetzt. Wir machen jetzt. Oh, ich hab gar nicht, ich hab gedacht, ich hab hier die TL-50. Ich hab eine Sniper. Das war jetzt unüberlegt von mir. Ich wollte jetzt eigentlich gerade mit dem Sekundärfeuer und allem reinballern dann. Und klar, es ist halt irgendwie so, dass man hier die Schauplätze des Multiplayers und so weiter begegnet und dass man hier auch die Fähigkeiten vom Multiplayer hat und der Multiplayer ist halt irgendwo das Herzstück des Spiels, aber wenn man mal ehrlich, das ist doch auch so. Ich habe irgendwie den Eindruck, die meisten Leute, die jetzt hier sich über den Singleplayer beschweren, sind halt ein bisschen enttäuscht, dass das Spiel hier kein reines Singleplayer-Spiel ist. Ich habe aber auch nie erwartet, dass das wäre. Ich bin hier genau mit der Erwartungshaltung rangegangen, wie es dann auch ist. Am Ende. Und ich finde es auch gut so, ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen schade, dass das Spiel so viel Kritik einstecken muss, weil bis jetzt gefällt mir das Spiel wirklich unfassbar gut. Ich verstehe halt wirklich nicht genau, warum. Also ich gehe davon aus, die meisten Leute sind einfach enttäuscht, weil... Der eine hat eine Bazooka. Oh mein Gott. Weil wie gesagt...
Ah, ich hätte die Waffe wechseln sollen, irgendwie da am Anfang. Oh. Okay, ich soll die abhauen, ganz sicher. Die meisten Leute sind enttäuscht, weil die halt sowas wie, weiß ich nicht, sowas wie so einen kompletten Singleplayer gesehen hätten gerne. Also wirklich so ein Spiel, was dann halt so 20 plus Stunden Singleplayer-Kampagne hat. Wo man dann verschiedenste Sachen hat und mit Luke und was weiß ich nicht alles rumspielt. Mit Lichtschwert und dies und das und naja. Ich finde es auf jeden Fall echt gut. Mir gefällt die Singleplayer-Kampagne. Trifft eigentlich so ziemlich genau das, was ich auch erwartet habe. Ich habe nicht mehr erwartet, ich habe nicht weniger erwartet. Ich habe schon meine Sachen gesagt, wo ich sage, ah schade, hätten sie sich ruhig mehr trauen können mit diesem ganzen... Was muss ich denn machen? Da oben muss ich irgendwie eliminieren? Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Da ist, er schießt da auf irgendwas. Oder ist der runtergefallen oder so? Da ist noch einer. Okay. Also das mit diesem ganzen, dass sie sich hätten mehr trauen können, ruhig, finde ich. Aber ansonsten... Sie haben mehr Waffen als erwartet. Nee. Den Turbolift erreichen. Der ist dort. Okay. Ihr könnt ja gerne auch eure Meinung schreiben, was ihr bis jetzt von der Singleplayer-Kampagne haltet. Oder ob ihr sie schon durch habt und dann auch eure Meinung, aber ich weiß nicht. Würde Ihnen nicht gefallen. Da ziehen sie sich Sturmtruppenrüstung an wahrscheinlich. Ja. Okay, wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verrät dich. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Das ist Bewegung. Nice. Bereit machen, der Hask wird uns einen Kampf liefern. Ich freue mich drauf. Also jetzt innerhalb dieses eines Levels schon drei verschiedene abwechslungsreiche Umgebungen. Jetzt nicht gameplaymäßig, sondern wirklich von der Umgebung. Eben dieses Fliegen, dann jetzt auch noch hier dieses mit den Sturmtruppen und dann eben ganz kurzzeitig dieser kleine Kampf unten bei der Landestation da. Boah, sieht das geil aus. Dann gehen wir mal. Ich frage mich, ob man jetzt hier vielleicht nicht so Leuten begegnen darf. Na, man darf jetzt nicht vergessen, das spielt ein paar Monate danach, ne? Es wurde einmal gesagt, so ein Skip kam ja einmal ein paar Monate danach. Wir sind schon ein bisschen länger jetzt hier als Rebell unterwegs. Es ist nicht so frisch, wie es einem vielleicht vorkommt. Na, das Imperium flieht. Es braucht es. Was quatscht ihr da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Na, dann ist ja gut. Rumpruppler. So, ich habe bloß Angst, dass man hier nicht irgendwie manchen begegnen darf oder so. Dass die einem dann so entdecken so und sagen, hey, du müsstest doch eigentlich da und da sein oder so. Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. Ich will immer noch meine Waffe wechseln. Ich will nicht die Sniper haben. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Hask. Wir haben die Corvus in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Und ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu. Leben Sie wohl ein. Nein, nein, er darf nicht entkommen. Oh oh, Alarm wurde auch ausgelöst. Geil. Erobern. Wir sollen den Sternzerstörer erobern? Das muss Hask sein. So viel dazu. Achtung! Weg hier. Runter von der Plattform. Wir haben so viele Truppler an unserer Position. Es werden immer mehr. Immerhin, man kann mit der Waffe gut Headshots verteilen, aber mehr auch nicht wirklich. Granate, Granate, Granate! Bam! Ja, trotzdem lieber ein Sturmgewehr. Wir müssen uns den Weg von der Chinook-Station freikämpfen. So, wo lang denn? Da! In den Turbolaser, sage ich schon fast. Nein, in den Turbolift. Jetzt fahre ich alleine? Was denn mit dem anderen? Jetzt da drin, okay. Na gut. Hask war nur ein Teil
der arme Dell. Sie wollen immer noch die Betankung stoppen. Wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Wir brauchen Schiffe, okay. Ladezeitbonus, Detonationsbonus. So, wir wollen mal ein bisschen rumtauschen. Aber Störung setze ich sowieso nie ein. Da hätte ich lieber sowas hier. Ja, Thermaldetonator. Schild ist gut. Frontkämpfer-Serie ist auch gut. Und Waffe wollen wir auch wechseln. Dann nehmen wir doch mal... Nehmen wir die TL-50? Wir nehmen die TL-50. Die ist einfach super. Das ist auf der anderen Seite der Station. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? Bin ich natürlich nicht mehr gut auf Fernkampf, aber naja. Oh, was ist hier? Welche 19X sind schon wieder die Sniper? Aha. Da haben wir doch was. So, der Alarm wurde komplett ausgelöst hier. Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wachsam. Ausschwärmen. Commander Hask will sie gefunden haben. Okay, das sind jetzt wirklich alle entdecken, wenn wir das machen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh mein Gott! AT-ST, versteck dich, Dell, versteck dich! Ah, das zieht nicht gerade viel ab. Da müsste man eigentlich auch noch irgendwas finden können. Damit man dem ein bisschen mehr Schaden macht oder so. Das Geräusch ist so super! Okay, gehen wir mal hier hinten rum, Dell. Vielleicht hätte ich da nicht den großartigen Krabums sofort alle auf mich ziehen Weg nehmen sollen, sondern vielleicht ein bisschen filigraner und hier irgendwo mal ein bisschen nach Sachen suchen, um die Sachen auszuschalten oder sowas. Aber gut, jetzt habe ich den einen Weg gewählt, jetzt kann ich ihn auch nicht mehr ändern. So, da kriegen wir so ein Secret-Ding, oder? Bringt einem allerdings nichts, wenn man nicht alle findet. Sammelobjekt gefunden, ja. Dafür muss man allerdings alle finden von den Teilen und... Reicht nicht. Oh, wow, wow. Es reicht nicht, wenn wir da nur einen haben. Sind übrigens sehr, sehr gnädig, was die ATSTs angeht, wie wenig Schaden die machen auf einem. Heiliger voraus. Schön, das ist perfekt. Da ist ja noch einer hinter gewesen, oder? Einfach mal alles reinhauen hier an Explosives, was wir so haben. Der macht mir nur Sorgen. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass man hier irgendwo so eine Art Raketenwerfer findet. Ah. Ah, da haben wir ihn ja auch schon. Das habe ich nämlich auch... Das habe ich nämlich auch erwartet. So, mit der Shotgun weg. Oh mein Gott, hey. Du musst auch sterben, dann, wenn ich dich damit schon abschieße. So, das hat mich schon mal einmal getroffen. Hier werden wir ordentlich beschossen. Oh ja, ich sehe schon, ich sehe schon. So wird das Ganze nichts. Ich versuche den nochmal zu umlaufen. Ich glaube, wir kommen auch gerade unendlich, solange der ATS noch am Leben ist. Wir können auch versuchen, mit dem Schild durchzurennen einfach, aber das will ich gerade nicht versuchen. Wer schießt mir denn da in den Rücken? Hinter dir, Dell. Oh nein, jetzt habe ich den daneben gehauen. Ah, ich will immer die Rolle machen. Man merkt's. Ich will immer die Rolle machen. So, ich würde ganz gern irgendwie versuchen, hinter denen zu kommen. E11 gibt's hier zu holen. Aber so klappt mir das nicht, wie ich das vorhab. Kommen wir jetzt an dem ATS vorbei? Okay, wir sollten das Schild ziehen kurz. Einmal müssen wir noch draufhauen, dann haben wir den auch so. Ich werde es jetzt kaputt machen. Ich denke, man könnte locker an dem vorbeilaufen einfach. Vielleicht ist es nicht so gewollt, aber es ist möglich zumindest. So, lang kommen hier immer endlich neue Gegner rein. Auf Leben und Tod. So. Gute Arbeit, Kommando. Boah, das mit diesem Mond sieht auch geil aus, oder? Wer schießt denn hier auf mich? Du da! Lass das. Ob wir da dran alles vorbeigelaufen wären? Ja doch, das hätte man hingekriegt. Das hätte man hingekriegt. Komm schon.
Wolkenwagen. Kann man den nehmen? Muss man den nehmen? Wäre ja witzig. So, den haben wir auch. Oh, da lebt noch einer. Das waren alle. Kann ich da jetzt rein? Wie wär's damit? Ein Wolkenstadtwagen? Ja, tatsächlich. Das ist ein Schiff. Na schön. Ist das cool. Jetzt sitzt er im anderen Cockpit-Ding, ne? Das ist ja geil. Das gefällt mir auch als wieder. Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Es hat Waffen. Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. 850 Leben, eieiei, na cool. Zieh mal den Afterburner. Die wir sprengen werden. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es. Kommando, ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch fertig. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen, 1-2. Alle Einheiten zu mir. Oh, ich hätte das vielleicht undercover machen können. 032. Schieß den ab. Guter Schuss. Worauf muss ich denn da schießen? Ah. Oh, das macht aber viel Schaden. Okay, machen wir mal die Plattform hier kaputt. Einmal im Kreis und bam. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Divanagas. Ich gebe mir Mühe, aber er ist schnell. Jawohl, ich bin viel zu schnell für euch. Viel zu schnell und endlich. Okay, den kriegen wir so nicht. Müssen wir einmal nochmal die Drehung machen und jetzt noch einmal. Oh, das haben wir sogar schon. Hä, warte mal, was? Da ist doch noch ein. Der eine bleibt noch übrig, der ist hier weiter oben. Pilot 1-2, wir können erst nach der Betankung feuern, sonst geht die ganze Raffinerie hoch. Tun Sie was! Aber wenn wir verfehlen... Störfeld, Kühlzelle... Oh mein Gott, fast dagegen geflogen. Dann zielen Sie! So, jetzt haben wir alles, oder? Das ist die letzte. Leider ist Haas konzentriert. Jawohl! Oh, au, 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 das wird einen Schaden machen bei denen. 3 Sternzerstörer mit einem Wolkenwagen besiegt. Das ist krass. Das ist krass. Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Frith, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Sallust. Verlassenes Waffendepot. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Cool, sieht aus wie im ersten Teil, ne? Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Sieht aus wie im ersten. Schade, dass es davon keine Multiplayer-Map gibt. Ich habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay, nicht schlecht. So, liebe Leute, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns die Mission auf Sallust an. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit dem guten alten Lando Calrissian wieder. Bis dahin und tschüss.